Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Voyage of Despair, der Titanic-Karte in Black Ops 4 Zombies. Und zwar wollt ihr euch in diesem Video oder in diesem Tutorial so ein kleines verstecktes Easter Egg zeigen oder so ein Geheimnis auf der Karte, was ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Denn es gibt so eine kleine Puppe auf dieser Karte, die dort versteckt ist, die man mit der Aktionstaste aktivieren kann und die eigentlich nichts anderes macht, außer die ganze Zeit in abwechselnder Reihenfolge Ja oder Nein zu sagen. Ich weiß nicht, welcher Entwickler von der Zombie-Karte auf die kranke Idee gekommen ist, so eine Puppe hineinzuführen, weil ich meine, Puppen sind schon irgendwie immer irgendwie sowas Creepiges und vor allem sieht diese Puppe auch nicht wirklich, ja, sehr freundlich aus und dann macht sie die ganze Zeit nur Ja oder Nein, also ziemlich komisch. Ich habe keine Ahnung, ob das noch eine weitere Bedeutung hat. Das Ganze soll anscheinend nichts weiter sein als eben diese Puppe, denn das hat auch der Leaker eben gesagt, dass diese Puppe eben nur Ja oder Nein sagen kann. Aber welcher Entwickler kommt bitte auf so eine kranke Scheiße, so eine Puppe mit in das Spiel einzubringen, bei der man einfach nur die ganze Zeit die Aktionstaste drücken kann und die Puppe antwortet einfach die ganze Zeit mit Ja oder Nein? Also ziemlich krasser Scheiß, die Puppe befindet sich, wie ihr auch schon hier gesehen habt, bei der großen Treppe in Voyage of Despair unter einem von diesen umgefallenen Sofas. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur die Aktionstaste die ganze Zeit drücken und dann spricht die Puppe mit euch entweder mit Ja oder Nein in verschiedenen Tonlagen oder Emotionen. Also ziemlich komisch das Ganze. Hier am Ende seht ihr das Ganze auch nochmal, da lasst ihr das Ganze mit Gameplay-Ton abspielen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen oder beim selber Ausprobieren bei dieser Puppe. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.